Pfifflickheim ist das Tor zum Frimmtal. Angrenzend an die Innenstadt wurde die Ortschaft 1898 eingemeindet. Der Vorort ist eines der ältesten Dörfer in der Umgebung von Worms mit mittlerweile 3300 Einwohnern. Pfifflickheims Wahrzeichen ist der Lutherbaum, ein mächtiger Stammrest einer Ulme, an der der Legende nach Luther auf dem Weg zu seinem Tribunal rastete. Nur noch wenige Wochen bis zum 9. Juni und dann stehen die Kommunalwahlen an. Wir haben alle Kandidaten eingeladen. Für Pfifflickheim jetzt im Studio Daniela Kundel, SPD, Reinhard Westhäuser von der Freien Liste und Jochen Egelhof, CDU. Hallo, sehr verehrte Damen und Herren, schön, dass Sie uns zusehen. Am 9. Juni ist ein ganz wichtiges Datum, denn in Worms wird gewählt. Nicht nur das Europaparlament, sondern auch direkt hier vor Ort auf kommunaler Ebene. Der Stadtrat, die Ortsbeiräte und auch die Ortsvorsteherposten stehen zur Disposition. So auch in Pfifflickheim. Und dort ist eins sicher, es wird einen neuen Ortsvorsteher oder eine neue Ortsvorsteherin geben. Die drei Kandidaten, die sich für das Amt bewerben, die sind heute hier bei uns im Studio und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße als allererstes Frau Kundel, Kandidatin von der SPD. Schön, dass Sie da sind. Hallo, danke schön. Ich begrüße Herrn Egelhoff, Kandidat der CDU. Auch ein herzliches Willkommen an Sie. Hallo, vielen Dank. Und ich begrüße Herrn Westhäuser, Kandidat der Freien Liste. Schön, dass auch Sie da sind. Hallo. Sie drei sind ja in Pfifflickheim, in Pfifflickheim natürlich bekannt. Es soll aber angeblich Leute geben, die Sie noch nicht kennen. Deshalb starten wir immer hier traditionell mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Erzählen Sie so ein bisschen über Ihre politische Arbeit, warum Sie antreten und natürlich auch ein bisschen etwas aus dem Nähkästchen. Frau Kundel, ich würde gerade bitten, dass Sie beginnen. Ja, gerne. Also, mein Name ist Daniela Kundel. Ich bin 69 Jahre alt, bin verheiratet, habe 2 Töchter und 4 Enkelkinder. In der Politik bin ich tätig von 2004 bis 2019 war ich im Stadtrat in Worms und ab 2004 bis heute 20 Jahre im Ortsbeirat Pfifflickheim. Ich war ca. 19 Jahre erste Vorsitzende der IG Pfifflickheimer Cap, habe 10 Jahre im Turnverein das Kinderturnen geleitet und bin seit 2022 Stadtdorfkümmerin. Sie haben es angesprochen, Sie sind schon lange politisch aktiv und Sie waren auch schon mal Ortsvorsteherin, Kandidatin. Warum soll es dieses Mal klappen? Also mein Engagement im Ortsbeirat und im Stadtrat und jetzt das letzte als Stadtdorfkümmerin, da habe ich gedacht, ach, das wäre doch eigentlich wieder mal eine Idee, eine neue Herausforderung für das Amt der Ortsvorsteherin zu kandidieren. Ich verstehe. Herr Egelhoff, stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Ja, gerne. Also mein Name ist Jochen Egelhoff, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder, 9 und 4 Jahre, arbeite als Industriekaufmann, bin seit 2019 in der CDU Pfifflickheim und als, seit 2023 als Vorsitzender der CDU Pfifflickheim aktiv. Sie sind damit noch relativ kurz in einer politischen Laufbahn. Sehen Sie das nicht ein bisschen als Nachteil? Weil man muss ja die Leute kennen, wenn man auch die Vorliegen aus einem Stadtteil an die Stadt bringen will. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, ich bin neu in der ganzen Sache, bin da noch nicht so erfahren, muss ich sagen. Bin aber oder seit 43 Jahren in Pfifflickheim lebe ich und wohne ich. Und von daher bin ich da schon recht bekannt, bin in der Kirche tätig. Meine Eltern hatten die ansässige Bäckerei gehabt. Also von daher bin ich da schon etwas verwurzelt und bekannt, denke ich mal. Was aber jetzt durch den Besuch heute wahrscheinlich noch etwas besser wird. Herr Westhäuser, stellen Sie sich doch bitte zum Abschluss vor. Ja, mein Name ist Reinhard Westhäuser, bin 56 Jahre alt, bin Betriebsratsvorsitzender der Renolith SE seit 26 Jahren. Insgesamt bin ich seit 41 Jahren im größten Unternehmen in Worms. Evonik und Renolith geben sich da wöchentlich die Klinke, wer mehr Mitarbeiter hat. Bin seit 1998, wie gesagt, Betriebsrat, bin seit 13 Jahren Vorsitzender. Bin im Europäischen Betriebsrat insgesamt für 3.300 Menschen zuständig, als deren Vorsitzender, bin der Gesamtbetriebsratsvorsitzende und habe natürlich in meiner Belegschaft sehr, sehr viel Pfifflickheimer und ich habe gewisse Stärken, Teamfähigkeit, bin in der Tarifpolitik sehr tätig und viele Bürger sind halt auf mich herangetreten, die Themen, die in Pfifflickheim liegen, es anzugehen. Auf dem ein oder anderen Volksfest haben wir zusammengesessen und so ist die Idee gekommen, nachdem ich seit 8 Jahren in dem schönen Pfifflickheim lebe, tief verwurzelt mit der Familie Burg,
Stieftochter war mit Ihnen in der Klasse. Ich habe vorhin gesagt, meine Frau ist von seinem, nein, es war Ihr Opa, gell? Scheunermann war der Pfarrer in Pfifflichheim. Genau, also wie gesagt, die Bäckerei kenne ich von ihm noch. Hat meine Frau so schön erzählt, hat sie immer ihr Brötchen geholt. Also von daher bin ich sehr eng mit Pfifflichheim verwurzelt. Und ja, und denke, ich kann mit meinem Team was für Pfifflichheim erreichen. Sie treten ja für die Freie Liste an, ehemals Freie Liste Pfeddersheim. Und was natürlich auch klar ist, man braucht eine gute politische Basis. Die Freie Liste ist noch eine relativ junge Vereinigung. Wenn man auch auf den Wahlkampf guckt, viele haben schon plakatiert, von der Freien Liste ist noch relativ wenig zu sehen. Sehen Sie das als Nachteil vielleicht an, dass es nicht so eine Basis gibt noch? Nein, erstmal ist es die Strategie. Sie werden es die nächste Woche im Pfifflichheim sehen. Es wird sehr orange. Wir haben das gezielt so aufgesetzt. Uns nimmt man wahr. Und ich bin ja in Pfifflichheim der Zugezogene, bin aber ein Ur-Pfeddersheimer, kenne die Leute, lauter gute, schlaue Menschen mit viel Empathie, Geschäftsleute. Und ich glaube schon, dass wir die genügende Erfahrung haben, um hier etwas bewegen zu können. Dann steigen wir doch jetzt mal ein nach der Vorstellungsrunde in die Themen. Und das eines der größten Themen in Pfifflichheim ist definitiv der Verkehr. Herr Egelhoff, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation in Sachen Verkehr in Pfifflichheim und wo würden Sie gerne etwas angehen? Ja, der Verkehr ist allgemein natürlich auch in Pfifflichheim sehr stark verwurzelt. Die Landgrafenstraße ist ein Thema, da parkt Auto hinter Auto. Das ist also sehr unbefriedigend und wenn man da durchfährt, ist es für Fußgänger sowohl auf dem Gehweg als auch für Radfahrer, die Autofahrer natürlich auch sehr, sehr stark und da muss was getan werden, das kann so nicht bleiben. Was heißt getan? Also was müsste getan aus Ihrer Sicht? Ja gut, also erstmal der Ausbau der Landgrafenstraße ist natürlich stark notwendig, die ist natürlich im katastrophalen Zustand. Da muss was gemacht werden, auch mit den Parkplätzen, die natürlich dann auch geringer werden und auch notwendig ist, das geht leider nicht anders, dass da wieder ordentlich durchgefahren werden kann, auch wenn jetzt die Buslinie seit nächsten Monat wieder da durchgeht von der Stadt raus, die da durchlaufen soll. Da muss die Straße an sich ausgebaut werden, dass sie eben breiter wird und eben besser befahrbar und auch, dass der Gegenverkehr sich nicht behindert und dass das eben einfach fließender wird und auch das Ganze dann auch wahrscheinlich auf 30 km/h begrenzt wird, dass da eben die Anwohner und die Fußgänger, Radfahrer eben dann auch geschützt werden. Herr Westhäuser, wie positionieren Sie sich zu diesem Thema Verkehr? Also das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema in Pfifflichheim. Er hat es eben gesagt, Sie haben die Menschen, die genau das reklamieren, dass zu viele Autos stehen. Aber auf mich kommen natürlich auch Menschen zu und sagen, hey, wo sollen wir unsere Autos hinstellen? Also von daher, hier die perfekte Lösung zu finden, wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Man muss versuchen, hier einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Eine Möglichkeit auch den Menschen zu geben, die jetzt nicht in den Höfen ihr Auto hinstellen können. Zumal hier auch eine sehr gut gehende Pizzeria ist. Auch der Inhaber benötigt halt Parkplätze. Aber was ganz wichtig ist, wie es der Herr Egelhoff gesagt hat, die Straße muss unbedingt gemacht werden. Ich habe es in der Wormser Zeitung gesagt, die Gemeinde Bobenheim-Roxheim, man muss nicht alles neu erfinden. Man kann auch über den Tellerrand schauen. Die haben mit dem Flüsterasphalt sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dann hoffe ich halt, dass wir hier in der Landgrafenstraße Ruhe kriegen. Im Gegenteil zu diesem Artikel in der Nibelungenkurier, die Würfel sind gefallen. Also wenn Sie durchlaufen, mit den Menschen reden, das ist nach wie vor ein Thema. Und dass man jetzt sagt, hier die Entscheidungen sind durch, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Frau Kundel, das Thema ist natürlich auch bei Ihnen wichtig. Wie positionieren Sie sich dazu? Also in erster Linie würde ich die 30 km/h Geschwindigkeitsreduzierung forcieren, vor allen Dingen in den Zufahrtsstraßen Alzeyer und Landgrafenstraße. Und Geschwindigkeitsbeschränkung in der Alzeyer Straße, wenn möglich ab 22 Uhr abends bis morgens. Denn die Alzeyer Straße entwickelt sich in den Nachtstunden zu einer Raserstrecke. Was heißt Raserstrecke? Dass die Autos da durchfahren. Also ich denke, so 80, 90, 100 kann gut möglich sein. Nicht nur die Autofahrer, auch die Motorradfahrer. Sie haben damit die perfekte Überleitung schon geschafft. Tempo 30. Warum Anführungszeichen diese Idee nur in den Nachtstunden? Man könnte es doch eigentlich auch den ganzen Tag über machen. Durchgehend Tempo 30 in ganz Pfifflichheim. Wir haben schon oft im Ortsbeirat diese Tempo 30 Zonen beantragt. Unter anderem der letzte Antrag, der ging über die Landgrafenstraße bis zur Heppenheimer Straße. Da haben wir bis heute noch keine Antwort.
Und die Seidenstraßen, Sitzingerstraße, Lutherbaumstraße sind auch im Gespräch. Und Alzeierstraße, gut, da ist relativ viel Verkehr, sage ich mal. Und eine Geschwindigkeitsbeschränkung mit 30, ich weiß nicht, ob das da sinnvoll wäre. Deswegen vielleicht ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Also eine Möglichkeit. Eine Kompromisslösung, genau. Höre ich daraus. Herr Westphal, ja. Sie hatten ja auch gerade eben schon von Kompromissen gesprochen. Wäre das ein Ansatz, den Sie auch unterstützen könnten, oder würden Sie noch mal einen anderen Drive dann? Nee, absolut. Die Kollegin hat es auf den Punkt gebracht. Wenn nachts wird es schneller gefahren, ob es jetzt 100 vielleicht im Einzelfall, aber 60, 70 sind da schon möglich. Es ist eine Hauptdurchgangsstraße, die hier von der Bundesstraße reinkommt. Und wenn wir, glaube ich, mittags da auf 30 runtergehen, das wäre wahrscheinlich dann noch belastender von der Abgasentwicklung. Von daher diese Nachtgeschichte. Ich hoffe, dass wir zumindest mal alle drei in den Ortsbeirat kommen. Ich glaube, da würde man schon einen vernünftigen Kompromiss finden. Herr Egelhoff, sehen Sie das genauso? Absolut, absolut. Es ist, wie gesagt, Alzeierstraße ist schon ja von der Bundesstraße oder der B47 dann kommend. Eine Durchgangsstraße, glaube ich mal, Richtung Stadt, das ist schon 50 km/h okay. Aber wie gesagt, dann im Gegenzug Heppenheimer Straße, Landgravenstraße, also da müsste man schon reduzieren, wie gesagt, weil da die Fußgänger einfach, die Anwohner und so unterwegs sind, sage ich mal, und da müssen wir auf 30, das ist absolut notwendig, denke ich. Frau Kunde, Sie hatten sich gerade noch gemeldet. Ja, wobei in der Landgravenstraße, das sind ja auch stellenweise 30 km/h Zonen. Kurz vor der Ortsverwaltung beispielsweise. Also wir bezeichnen das als Flickenteppich, weil da steht mal hier ein Schild und da ein Schild und das ist also nicht sinnvoll, was da gemacht wurde. Wo ein Flickenteppich auch herrscht, das ist, wie gesagt, in der Sache Parksituation. Gerade wenn man in die engeren Gassen geht, Richtung Bahntrasse, also quasi im Süden von Pfiffelichheim. Herr Westhäuser, wie können Sie dieser Lage Einhalt gebieten? Was braucht es, damit es mehr Parkraum gibt, aber gleichzeitig auch genug Platz ist, damit beispielsweise, wenn es brennt, die Feuerwehr durch kann oder der Krankenwagen beispielsweise? Sie werden dann aber natürlich gleich sagen, wo. Sie müssten im Prinzip kleine Parkplätze. Mit der Bodenversiegelung dürften sie nicht so groß sein und wahrscheinlich müssten die Anwohner oder Besucher dann ein paar Schritte laufen, aber die Möglichkeit auch vom Feld her, das ist ja das Schöne am Pfiffelichheim, wir liegen nicht nur an der Pfrimm, das schöne Tal, sondern wir haben ja noch Feld außenrum, nicht nur die schönen Weinberge, sondern Feld. Und hier sollte man eventuell oder müsste halt erwerben von der Stadt, hier Möglichkeiten zu schaffen, weil anders geht es tatsächlich nicht. Das heißt, es Parkplätze in dem Sinne, wo könnten Sie sich das quasi lokal... Wenn Sie von Leiselheim zum Beispiel rüberkommen, wären Möglichkeiten, wo man was tun kann. Wenn Sie aus Pfiffelichheim rausgehen, geht ja rechts dieser Feldweg, wo man früher über die schöne Brücke, die man abgerissen hat, die ich auch sehr vermisse mit meinem Hund, und da wäre mit Sicherheit das eine oder andere oder diese Gartenanlage. Ja, es ist ein bisschen weg, aber anders kriegen wir das nie, weil die Leute haben ja die Autos, die der Besuch kommt. Also muss ich ja irgendwas hinstellen. Und in diesen Seitengassen, wie Sie es genannt haben, ist es in der Tat sehr sportlich. Wenn die Feuerwehr oder allein die Müllabfuhr durchfährt, das Erlebnis hatte ich die Tage mit dem Fahrrad. Also von daher müssen wir was tun. Und da ist der Stadtrat auch gefordert, hier Gelder freizumachen für die Gemeinde Pfiffelichheim. Herr Egelhoff, würden Sie das genauso sehen oder wäre beispielsweise auch ein Ansatz mit mehr Kontrolle oder ein Einwohnerausweis, eine Anwohnerparkregion, wäre das auch eine Idee? Ja, schon, wie gesagt. Aber ich meine, das mit diesen außerhalb Parkflächen, sage ich mal, das ist schon notwendig. Ich meine, die Familien, die sind, ich selbst habe zwei Kinder, die werden auch irgendwann mal Autos haben wahrscheinlich. Gut, wir haben einen Hof, da haben wir ein bisschen Entspannung. Aber die das halt vielleicht nicht haben, die stehen dann halt in den Straßen rum. Und das ist halt ein Problem, wie gesagt. Und das sind ja mehrere Familien, sind zwar viel ältere Leute auch, aber hier und da kommen auch mal junge Familien rein, wie gesagt, die dann eben Autos haben. Im Ort ist halt leider auch nicht mehr so viel zu gehen, ohne, es sind alle weg. Wie zu meiner Jugendzeit waren wir drei Bäckereien, Metzgereien, Netto, Plus, was damals alles noch war. Das ist alles weg und das ist alles außerhalb. Also mit dem Auto muss man mit dem Auto machen und das ist natürlich schon ein Problem dann irgendwo, dann, dass man die Autos irgendwo aus dem Ort wegbekommt oder halt außerhalb irgendwie parken kann, dass die Leute halt dann das alles so erreichen können dann irgendwo. Frau Kunde, wäre auch ein Parkplatz außerhalb ein Ansatz aus Ihrer Sicht? Das wäre ein Ansatz, wobei ich der Meinung bin, viele haben breite Hofeinfahrten, auch hinter den Höfen Garagen. Und wenn da einige vielleicht ihre Autos rein und raus fahren würden, wie sich das gehört, dann wäre die Parksituation nicht so eng, sage ich mal. Das heißt also in dem Fall mehr Kommunikation und Kontrolle, wäre das quasi der Ansatz? Ja.
Ich habe hier auch gerade zustimmendes Nicken von Herrn Westhäuser vernommen. Ja, aber ich liebe den Begriff des Kompromisses. Wenn Sie diese Parkmöglichkeiten haben, gleichzeitig gehen Sie auf der Landgrafenstraße und reduzieren es durch Kontrolle. Kontrolle könnte man jetzt ewig diskutieren, aber Sie erziehen ja die Menschen. Auch im Moment würde ich, so wie es die Frau Kundel eben gesagt hat, als Anwohner, bevor ich jetzt laufe und habe die Möglichkeit, würde ich eventuell mein Auto rausstellen, würde dem anderen Nachbarn, der vielleicht die Möglichkeit nicht hat. Und so könnte ich mir das vorstellen, dass das dauerhaft eine Lösung ist. Nur das Ordnungsamt zu schicken. Das ist nicht wirklich falsch. Es sollte vielleicht vorher so kommuniziert werden, dass diese Möglichkeit besteht. Wo auf jeden Fall auch eine dauerhafte Lösung her muss, und das ist auch schon hier angesprochen worden, das ist die Landgrafenstraße. Herr Egelhoff, warum brauchst du denn da überhaupt eine Lösung und wie könnte denn aus Ihrer Sicht aussehen? Ja, also wie gesagt, ich komme aus der provokant. Auf der Landgrafenstraße. Wie gesagt, ich kenne die Situation und das ist halt, wie gesagt, mit den Autos halt einfach ein Problem, wie gesagt. Und dass die natürlich ausgebaut werden muss und soll, das steht auch außer Frage, wie gesagt, auch von der Begebenheit einfach, sage ich mal. Ja, das ist, wie gesagt, nicht einfach, halt die Autos auf einmal wegzukriegen. Wie gesagt, ob da so viel Geld dann investiert werden muss, das eh knapp ist, sage ich mal, für die Straße. Natürlich ist es notwendig, aber wie gesagt, es muss miteinander gesprochen werden einfach, dass jeder Anwohner irgendwo zufrieden ist und auch, wie gesagt, die Situation richtig einschätzen kann. Nur wenn das dann mal gemacht ist und es passt vielleicht nicht so ebenso von der Parkmöglichkeit und dann ist natürlich das Geschrei vielleicht wieder groß. Und deshalb müssen wir vorher alle irgendwie sozusagen an einen Tisch und das Ganze besprechen, dass jeder irgendwo seine Zustimmung gibt. Ich habe deshalb die Landgrafenstraße prominent angesprochen, weil sie ist natürlich auf die ganze Stadt gesehen auch ein wichtiges Thema. Stichwort Fahrradstraße. Wäre das für Sie eine Option, die Landgrafenstraße in eine Fahrradstraße umzuwandeln? Würden Sie das unterstützen? Ja, schon. Ich meine, dieser geplante Radweg von Vettersheim kommen, der ist ja auch ein Thema. Dann sage ich mal, der dann ja durch die Landgrafenstraße gehen müsste, sage ich mal. Wie gesagt, da ist aber die Parksituation mit Fahrradstraße, also ist das schwierig, wie gesagt. Und also das als Fahrradstraße zu machen, ja, das ist eine Möglichkeit, klar. Aber da müssen halt die Autos weg, weil sonst ist da kein Fußgänger oder kein Radfahrer sicher, der da durchfahren möchte dann. Herr Westhäuser, was ist Ihre Position zur Landgrafenstraße? Muss was gemacht werden? Wie muss was also gemacht werden? Also dringend ist alles eben gesagt, die muss gemacht werden, rein vom Sicherheitsmäßig. Ich bin auch nebenher Motorradfahrer oder beobachten Sie mal, wenn Sie mit dem Fahrrad durchfahren, diese Straße muss gemacht werden. Die Frage, die Sie gestellt haben, ob das eine Fahrradstraße wird, positioniere ich mich sehr klar. Nein. Warum nicht? Die Straße hat ja immer noch Anwohner, wir haben immer noch die Probleme, die Straße ist ja so in der Breite nicht zu machen. Wenn wir einen Teil Parkplätze noch haben wollen, wir müssen sie machen, wir können sie beruhigen, die Geschichte Tempo 30. Und wenn wir dann aus der Landgrafenstraße rauskommen und finden dann endlich den wohl ausgebauten Fahrradweg nach Vettersheim, dann wäre ich zufrieden und das wäre eigentlich das für mich primär die primäre Angelegenheit, dass wir diesen schönen Fahrradweg nach Vettersheim endlich bekommen. Darauf gehen wir gleich noch ein, aber ich möchte noch mal eine Nachfrage stellen. Fahrradstraße bedeutet ja nicht zwingend, dass alle Autos raus müssen. Es könnte ja auch sein, dass die Anlieger trotzdem da reinfahren dürfen. Wäre das dann trotzdem keine Option? Ich habe Ihnen gesagt, wo ich mal Geld verdiene, in der Renault. Wenn Sie auf der Renault die Unterführung durchkommen, da ist eine Fahrradstraße. Jetzt gucken Sie mal genau rein, wer da reinfährt. Ich habe Leute im Management oder die von außerhalb kommen, die da durchfahren, die wissen dann immer, dass es eine Fahrradstraße ist. Also bitte. Oder Sie müssen das Ordnungsamt wieder herstellen. Okay, also keine Option für Sie. Frau Kunde, Ihre Einschätzung zur Landgrafenstraße. Muss was gemacht werden? Auch wieder provokant gemacht. Wie muss was gemacht werden? Landgrafenstraße muss unbedingt gemacht werden. Ich bin auch Fahrradfahrerin und wenn ich mit dem Fahrrad durch die Landgrafenstraße fahre, also da habe ich kein gutes Gefühl. Und in Bezug auf Fahrradstraße, man muss bedenken, dass ab Juni eine Buslinie auch noch durch die Landgrafenstraße fährt. Und ob das dann die optimale Lösung ist, Fahrradstraße und Buslinien und Anwohner, also da bin ich im Zweifel. Auch nicht, dass man irgendwie eine Kompromisslösung findet, dass man sagt, Anlieger dürfen rein, Bus darf rein? Wenn ein Kompromiss zu finden wäre, ja. Wo müsste man sich natürlich alle zusammentun, auch mit den Anwohnern und Lösungen erörtern. Wo es aktuell noch keinen Kompromiss gibt, wo sehr viel diskutiert wird, das ist, wie Sie angesprochen haben, Herr Westhäuser, der Fahrradweg, die Route nach Vettersheim. Was ist denn Ihre Route für den Fahrradweg? Ich bin sie oberhalb an den Gleisen entlang. Also direkt oben an den Gleisen, an der Alzeyer Straße raus? Da schöne Bäume pflanzen.
Das ist so mein Traum, wenn ich ihn verwirklichen kann. Das ist so meine Idee an der B47. Man kann das diskutieren. Ich meine, besser an der B47 und Fahrradstraße, wie gar keine, auch klar. Fahrradweg jetzt. Ja, Fahrradweg, Entschuldigung. Aber an der Bundesstraße, Fahrradweg, fühle ich mich unwohl. Aber mein Gefühl muss jetzt nicht aussagen. Ich wäre Hauptsache, er wird gemacht. Jetzt habe ich mir sagen lassen, wir hatten Vereinstreffen von der Freien Liste am Donnerstag, dass erst der Fahrradweg von Vettersheim nach Horscham, Hippenheim, der hätte wohl Vorzug. Es war sehr enttäuschend für mich. Also hier sehe ich einen Ansatz, hier auch was für Pfiffligheim zu machen und für Vettersheim ähnlich rüber nach Leisleim. Das hat für mich Prio als Ortsbeirat oder eventuell als Stadtrat. Das heißt auch asphaltiert? Da wäre ich ziemlich offen. Was würde Sie abwägen? Weil das ist ja immer eine wichtige Frage für den Komfort. Asphalt ja, dann hat man keinen Matsch, egal welche Route jetzt vielleicht auch noch Sie beiden jetzt gleich noch vorschlagen werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Versiegelung. Wissen Sie, wie Betriebsräte arbeiten? Wir gründen Arbeitsgruppen und holen wir dementsprechend... Aber das heißt ja auch, wer nicht mehr weiter weiß, gründet einen Arbeitskreis. Ja, natürlich. Der könnte von mir sein. Nein, da fehlt mir jetzt in der Tiefe das Thema. Natürlich habe ich ein Bauchgefühl dafür, aber es gibt ja auch ökologische Grundgedanken. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, hätten Sie mich vor 3 Monate nach der Krähe gefragt, hätte ich Ihnen vielleicht als Hundesportler gesagt, ich finde es blöd, wenn ich meinem Hunde Spur gedreht habe und der hat mir die Leckerli runtergefressen. Ich hatte gar kein Feeling zur Krähe, ne? Das ist ein Thema. Ähnlich geht es mir jetzt mit dem Weg. Es wird wahrscheinlich Pro und Contra zu geben, um jetzt hier zu sagen, so und so will es unbedingt. Nö, da würde ich mir tatsächlich erstmal die Menschen, die Ahnung davon haben, anhören und dementsprechend dann auch die Menschen fragen, die drauf fahren sollen. Das sind doch eigentlich die Entscheidenden. Und wenn die Menschen, so funktioniert Betriebsrat, und dementsprechend wird man dann die Entscheidung machen. Kosten ist in der Stadt Worms ein Thema. Also das sind alles Dinge, die dort reinspielen. Und also das abwägen, müssen wir ja dann diskutieren. Ne? Ja. Abwägen und dann die Aspekte machen. Wer auf jeden Fall den Fahrrad wahrscheinlich nutzen wird, das ist die Frau Kundel. Sie haben es schon angesprochen, Sie fahren privat. Ja. Die Fahrrad, welche Route würden Sie denn bevorzugen? Also ich hatte damals im Ortsbeirat, da ging es um diese Route Vettersheim, Pfiffligheim und zwar diese Grünanlage da. An der Frim entlang? Nee, oben entlang. Ah, oben am beim Blumenhaus Schwan da vorbei. Ja, und da ging es darum, dass diese Grünanlage weggemacht werden sollte. Und da war ich natürlich dagegen, weil Natur und Klima ist auch so ein Thema von mir. Und deswegen würde ich diese andere Route bevorzugen. Aber, so wie der Herr Westhäuser eben gesagt hat, wenn jetzt erst Horsheim diese Route kommt, dann stehen wir doch wieder hinten dran. Und da können wir uns vorher noch genug Gedanken machen, wenn das bei uns dann soweit ist. Also ich sehe es Unterstützung, oder? Es ist ja allgemein immer gut, wenn verschiedene politische Akteure ein ähnliches Ziel haben und dann den Kompromiss finden können. Dennoch die Frage auch an Sie. Asphalt ja, für eine Fahrradroute ja, nein. Also Asphalt nicht. Asphalt nicht? Ich habe mir gerade mal in den Förderprogrammen des Landes Rheinland-Pfalz so Anträge ausgesucht. Da geht es um Entsiegelungen und da gibt es Fördergelder, die kann man beim Land beantragen, wenn man gewisse Stellen entsiegeln möchte. Und deswegen bin ich da gegen diese Asphaltierung. Aber es ist natürlich schon matschig, ne? Also ja, klar. Ja, aber vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, okay, das Ganze zu gestalten. Bestimmt. Ja. Herr Egelhoff, wie würden Sie es denn gestalten? Welche Fahrradroute würden Sie denn bevorzugen? Ja, also wie gesagt, es gibt ja diese oberhalb, auch am Blumenhaus Schwan, ist ja schon dieser Weg von der Landwirte, sage ich mal. Da ist ja schon irgendwo da, sage ich mal, wenn man den ausbauen würde oder wie gesagt, entsiegeln würde, eben dann, wie gesagt, nicht noch mehr zu asphaltieren. Das heißt, Sie sind auch gegen eine Asphaltierung? Ja, eigentlich schon. Uneigentlich? Ja, doch, nee, würde ich schon sagen, wie gesagt, weil wir wollen ja, wie gesagt, jeder muss ja seinen Teil dazu beitragen, um die Welt etwas besserer zu machen, sage ich mal. Und dann wäre das irgendwo, glaube ich, der falsche Ansatz, damals mit jetzt einen asphaltierten Radweg, der natürlich gut zu fahren ist, keine Frage, aber ich denke, diese ganzen, Fahrräder, die es aktuell gibt, die E-Bikes und so weiter, die haben entsprechende Reifen, dass man da auch, wie gesagt, andere Untergründe bestimmt finden kann, außer Asphalt, die dann noch irgendwo naturbezogener sind und auch das Ganze etwas entschärfen. Ja, Frau Kunde? Als Fahrradfahrer nutze ich oft den Weg von Pfiffligheim nach Vettersheim an der Prim entlang.
Der geht auch einwandfrei. Es sind im Prinzip drei Routen, die es gibt und eine wird es davon sein. Und ist nicht asphaltiert. Wo auf jeden Fall Asphalt auch eine große Rolle spielt, um auch mal Gesamtverkehr zu bringen, um vielleicht auch Autos von Fahrrädern und anderen Verkehrsteilnehmern zu rennen, ist natürlich immer wieder die Fortführung der Krankenhaustangente. Die würde dann weitergehen an Leiselheim vorbei, dann an Pfiffligkeim vorbei, direkt an den Autobahnzubringer. Im Prinzip wäre es der Lückenschluss, weil ja auch die Südumgehung bald fertig ist. Herr Egelhoff, wäre das eine Idee? Würden Sie sagen, als Ortsvorsteher von Pfiffligkeim, wir brauchen diese Fortführung der Krankenhaustangente? Wenn ja, warum? Und wenn nicht, warum nicht? Also ich würde sagen, nein. Einfach, also meine Eltern, die erzählen mir das schon, so alt ich bin, so lange soll es die schon geben. Das sind jetzt 43 Jahre, so auf die Art. So ist die schon geplant und gedacht irgendwo. In der heutigen Zeit glaube ich natürlich, dass die Städte entlastet werden und die Vororte durch die Autos, das ist sicherlich ein Argument. Aber also ich würde sagen, klar, die neue Südumgehung, die ist schon ein Thema. Das ist auch sinnvoll, klar, auf jeden Fall. Ob das jetzt diese Krankenhaustangente sein muss, die dann auch an meinem Wohnort vorbeiführen würde. In allen drei natürlich. In allen drei natürlich, ja. Irgendwo, wie gesagt, das wird ja dann auch wieder asphaltiert und wieder zu betoniert und wieder Anschlüsse und hin und her. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, sage ich mal. Wie gesagt, da muss es andere Möglichkeiten geben, die man da günstiger vielleicht und auch effektiver gestalten kann einfach. Herr Westhäuser, Krankenhaustangente, ja, nein? Ich schließe mich ihm an. Also jetzt bin ich noch ein paar Monate älter wie er. Jetzt haben wir das so lange ohne dem hinbekommen. Und var allen Dingen, Geld ist ja sehr rar in Worms. Und da denke ich, haben wir andere Dinge im Pfiffligkeim, Prior haben wie jetzt diese Geschichte. Ich würde mich klar positionieren. Die Menschen, also klares Nein. Die Menschen werfen dir immer die Politik vor. Ihr sagt nicht ja, nicht nein. Deswegen hier ganz klar dieselbe Meinung wie der Herr Egelhoff, würde ich mich im Moment sagen nein. Frau Kunde, auch klares Ja, Nein? Klares Nein. Warum? Das Thema war ja schon im Stadtrat bekannt, als ich da noch tätig war. So lange schwelt es schon. Und ich bin der Meinung, es bringt nicht so viel Entlastung, gerade für Pfiffligkeim und Leisenheim. Und dann bin ich dagegen, dass immer mehr Natur und Grund weggenommen wird, um Straßen zu bauen. Ganz klar, ja. Also halten wir noch mal fest, vielleicht können Sie es auch noch mal sagen. Krankenhaustangente, ja, nein? Nein. Krankenhaustangente, ja, nein? Krankenhaustangente, ja, nein. Wo die Krankenhaustangente durchlaufen täte, zumindest ein Teil, wäre der Frimpark. Und Pfiffelkum ist ja eng verbunden mit dem Frimpark. Ich schaue jetzt mal ganz als erstes zu Ihnen. Frau Kundl, was müsste denn im Frimpark noch getan werden, damit dieses Erholungsgebiet diesen Standard hält oder damit er noch besser werden kann? Wofür würden Sie sich als Ortsvorsteherin von Pfiffligkeim einsetzen? Also ich habe da bestimmte Vorstellungen. Und zwar sind einige Ideen aus dem Stadtdörferprojekt hervorgegangen, was die Natur und Frimpark betrifft. Da geht es zum Beispiel um die Errichtung von Benjeshecken. Das ist auch so ein Traum von mir für die kleinen Säugetiere und alles. Nicht nur im Frimpark, sondern entlang der Frimm und entlang des Weihers. Begehbare Wege für Seniorinnen und Senioren, die das ganz einfach mit ihren Rollatoren bewerkstelligen könnten. Und dann entsprechende Ruhebänke, wo sich die Senioren dann kurz ausruhen können. Und dass da bestimmte Wege, sage ich mal, den Senioren und Seniorinnen bekannt gemacht werden. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit Rastmöglichkeiten. Das wäre so die Idee, um den Frimpark und das Ganze drumherum so ein bisschen aufzuwerten. Auch Bienenwiesen entlang des Weges nach Feddersheim, wenn man hinten beim Weingut Keller da vorbeigeht. Also das sind so Gedanken, die ich mir, beziehungsweise die wir um den Park gemacht haben. Ich habe bei Ihnen, Herr Egelhoff, Zustimmung vernommen. Das heißt, ist Ihre Agenda sähe in dem Fall als Ortsvorsteher ähnlich aus wie die von Frau Kunde? Absolut. Ich meine, der Park, der muss erhalten werden und auch bearbeitet werden, sage ich mal, sauber gehalten werden. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, die Bänke sind wichtig, Ruhebänke, absolut. Und Gott danke, hatte ich auch mal einen Barfußpfad zum Beispiel zu errichten, einfach um den Stress vom Alltag irgendwie einfach in dem Park vielleicht ausklingen zu lassen, sage ich jetzt mal. Und dann eben halt muss das halt auch in Ordnung sein, sage ich mal, sauber gehalten werden, wie gesagt. Und wie gesagt, der Spielplatz im Park, wo wir die CDU ja die Pate sind, eigentlich muss immer auf dem neuesten Stand gehalten werden, dass die Kinder und Jugendlichen sich da wohlfühlen einfach. Und wie gesagt,
einfach den Stress des Alltags vergessen können. Herr Westhäuser, die beiden Kontrahenten haben sich schon zu diesem Thema geäußert. Was steht bei Ihnen bei Frimpark im Fokus? Sie haben es vielleicht in unserem Flyer im Programm gesehen. Es ist ein Schwerpunkt von uns, dass wir genau diesen Anschluss vom Frimpark rüber, natürlich Bänke, natürlich Sauberkeit. Als Hundeliebhaber und Besitzer habe ich nicht das starke Konzept, dass man diese Beutel, diese Stationen mehr reinhängt. Dann, wenn Sie an dem Teich hinten vorbeigehen, das werden die älteren Pfiffligheimer das noch kennen. Wir hatten da mal vor vielen, vielen Jahren eine schöne Trimmtischfahrt. Mhm. Wenn Sie jetzt nach Bayern gehen und die kleinsten Gemeinden haben hoch verzinkte Sportgeräte, wo man sich beteiligen kann. Das müssen gerade 20 sein, aber 3, 4. Und ja, ich würde auch eine kleine Hundeauslaufwiese, da schaffe einfach einen Ort der Begegnung. Wo könnte die sein, die Hundewiese? Die, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal in der Nähe, wo diese Obstbäume sind, könnte man sich das vorstellen. Bei der Streuobstwiese? Ja, also in dieser Ecke, ja. Oder wenn Sie halt ein bisschen weitergehen an dem Teich ein Stückchen weiter hoch, da müsste man halt mit den Gärten gucken. Oder oberhalb am Aussiedlerhof, da würde ich was machen. Und was ganz, ganz wichtig ist, was wir in Pfifflikon brauchen, ob wir das jetzt in der Kombi mit dem Park machen, ist, unsere Jugend braucht was. Wenn Sie in Pfifflikon unterwegs sind, seit der Corona-Zeit haben wir einen Jugendtreff. Böse Zunge sagen, dann neidisches Jugendtreff. Das ist eine Rolle. Nehmen Sie was krumm, Kollegen Kundel. Da ist ein alter Jagdstand drauf. Und den besuchen regelmäßig unsere Jugendlichen mit Roller, mit Mopeds. Ich sehe das halt täglich. Sie werden lachen, sogar der Müll wird von den Jugendlichen mitgenommen. Der Jagdstand ist ein bisschen umgebaut worden, da fehlen ein paar Brettchen. Aber ansonsten sehe ich doch, dass die das brauchen. Und ich habe ja in meinem Team Menschen, die sehr jung sind, die sich für Politik interessieren. Und Menschen durchschnittlich alle von 33 haben und die sagen, hey, wir könnten das und das gebrauchen. Und das würde ich da versuchen, in dieser Pfrimm- und Teich- und Damm-Geschichte, das würde ich reinbringen. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ganz kurz, letzter Satz, dass man das regelmäßig da unten pflegt, mäht. Das ist ja so hoch das Gras rechts und links. Also das sind so Sachen, dass man hier ein Wohlfühl, so wie er es gesagt hat, nach dem Alltag, nach dem Arbeiten sich erholen kann. Sie haben, Frau Kundel, wenn Sie sich kurz fassen, bitte dann dazu. Ja, ich möchte nur noch etwas zum Frimpark sagen. Es gibt ja verschiedene Aktivitäten, die man dort integrieren könnte, aber das Parkpflegewerk steht ja dahinter und da ist es also nicht so einfach, zum Beispiel ein Barfußpfad oder Trimmtischpfad oder irgendwelche Dinge zu installieren. Da müsste man sich vorher erst mal kundig machen, ob das überhaupt möglich ist. Aber die Dinge muss man auch packen. Man muss sie transparent machen, man muss den Stadtrat quälen, man muss in die Öffentlichkeit gehen, anders passiert sich nichts. Das ist einfach so. Die zerreden ja, ich kenne das ja. Also von daher, da muss man proaktiv dran gehen. Wir sind damit auch schon, Sie haben die Überleitung perfekt gemacht, beim gesellschaftlichen Leben, Thema gesellschaftliches Leben angekommen. Frau Kundel, Sie waren ja auch mal, Sie sind ja auch, glaube ich, immer noch Vorsitzende der IG Pifferkerb. Also Sie waren es zumindest. 20 Jahre, ja. Sehr, sehr lange. Ja. Was muss denn in Pifferkum getan werden, dass das gesellschaftliche Leben, gerade auch vielleicht für Jugendliche, wieder ein bisschen mehr in Fahrt kommt? Was könnten Sie sich da vorstellen? Also ich könnte mir vorstellen, unsere Neubürger, es gibt ja sehr viele in Pifflikheim, habe ich festgestellt, bei meinen Rundgängen, auch Familien mit Kindern, dass man die in das gesellschaftliche Leben integriert. Wir haben in Pfifflisheim Vereine, wir haben Sportvereine, wir haben Tennisabteilung, wir haben Gesangverein und dass man denen die Möglichkeit zeigt, sich in Pifflikum entweder zu engagieren oder nur zu integrieren. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, auf Kommunikation setzen, auf die Leute zugehen. Ja. Westhäuser, wäre das auch ein Ansatz, den Sie verfolgen täten? Selbstverständlich. Wir müssen es schaffen mit den Sportvereinen. Das ist hier das Schöne. Wir haben die Normandia, wir haben einen Posaunenverein. Also wir haben Möglichkeiten und die müssen wir einfach nach vorne bringen. Die müssen wir transparent machen, attraktiv gestalten. Und ich weiß, dass in den beiden gerade letztgenannten Vereinen hohes Potenzial von Menschen, die das Ehrenamt schützen. Und das ist einer meiner, auch von meinem Team, von der Freien Liste, ein Schwerpunkt. Und von daher würde ich mich da schon anschließen. Also Öffentlichkeit schaffen. Herr Egelhoff, sehen Sie das genauso? Absolut, das ist richtig. Nur müssen wir halt auch irgendwo einen Jugendtreffpunkt schaffen, sage ich mal. Das schwierig ist irgendwo. Also wir haben an der Kirche das Gemeindehaus, das auch die Kirche in den nächsten Jahren Veränderungen gibt, sage ich mal. Da ist das Gemeindehaus auch nicht in der Frage irgendwo, aber das ist auch ein Punkt, sage ich mal. Die Turnhalle ist ein Thema, die sehr alt ist und sehr marode, wie auch immer. Das ist ein ganz großer Punkt. Das sind so zwei Punkte, oberhalb und unterhalb vom Ort.
da muss was gemacht werden, einfach um dann auch einen Punkt zu finden, wo die Jugendlichen sich treffen. Nicht, dass sie sich irgendwo positionieren oder irgendwo rumhängen, sage ich jetzt mal ganz böse, und dann eben dann vielleicht mehr kaputt machen, wie da mit der Sache gedient ist irgendwo. Von daher muss da auch, wie gesagt, einen Dorfmittelpunkt gefunden werden, der dann irgendwo für die Jugendliche da ist und dann auch was bietet. Hat der Herr Egelhoff da einen Punkt mit dem Jugendtreff, Herr Westhäuser, Frau Kunde? Auf jeden Fall. Das sind ja, Schnittstellen. Ja. Möglichkeiten und Räumlichkeiten für Jugendliche. Und die Jugendlichen, die chillen doch so gerne. Und da habe ich den Ausdruck gehört. Ich glaube, nicht nur Jugendliche machen das. Das macht jeder gerne. Sie wünschen sich eine Chill-Out-Lounge. Mhm. Ich verstehe. Ja. Also ein Jugendtreff wäre gar nicht so schlecht. Ein Ort, wo Jugendliche sich treffen können. Pfiffelichheim ist sehr beliebt als Wohnort, ganz einfach, weil es sehr dicht an der Innenstadt liegt. Es werden jetzt auch gerade ein paar Wohngebäude saniert. Dennoch ist die Frage, wie kann man in Pfiffelichheim Wohnraum schaffen? Viele identifizieren sich ja auch mit dem Stadtteil und trotzdem scheint es nicht genug Platz zu geben. Herr Westhäuser, wie kann es denn gelingen in Pfiffelichheim, dass jeder, der möchte, dort denn dann auch einen Platz zum Wohnen, ein eigenes Dach über dem Kopf hat? Das ist ein interessantes Thema. Deswegen stelle ich es ja auch. Ja, wundert mich eigentlich auch, dass man hier kein Konzept erstellt hat, um langsam sukzessive Pfiffelichheim auszubauen. Also ich habe jetzt nicht vor riesige Neubaugebiete. Aber ausbauen, das würde trotzdem bedeuten. Ja, man muss es ausbauen irgendwo, gezielt. Tatsächlich, das Interesse ist allgemein in Pfiffelichheim, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Es muss halt passen. Was heißt denn passen und wo könnte dann neu entstehen? Ich sage mal, wenn Sie bei uns durchfahren, haben wir hier ein paar, leider aus meiner Sicht, ein paar Schandflecken. Das sind Gebäude gebaut worden, die überhaupt nicht zum Rest vom Pfiffelichheim passen. Hier sehe ich auch, muss der Ortsbeirat sich mehr einbringen, ob es jetzt im Stadtrat gefällt oder nicht. Und das sind jetzt halt Dinge, da muss man halt gucken, wo kann ich, habe jetzt nicht den Plan im Kopf, ja, wo kann ich denn sukzessive noch in die Breite gehen. Da gibt es ja Richtung Worms geht nichts mehr. Also es geht ja theoretisch nur Richtung Vettersheim oder Himmelsrichtung Richtung Horsheim. Da muss man gucken, Konzepte entwickeln. Aber im Moment habe ich den Eindruck, haben wir so ziemlich alles ausgebaut. Da ist nichts mehr an der Gleise hoch. Wüsste ich jetzt nicht mehr, dass da noch irgendwo ein Action ist. Ich glaube, ich habe Frau Kundes ein bisschen Kopfschütteln da vernommen gehabt. Habe ich das richtig interpretiert? Ja, also mit Bauplätzen, das geht in Pfiffelichheim nicht. Da haben wir uns schon echt Gedanken drüber gemacht. Und es gibt ja das Motto innen vor außen. Das heißt, dass leerstehende Häuser übernommen werden von jungen Familien und renoviert werden. Und das wäre also eine Möglichkeit. Und ich habe schon festgestellt, dass viele, die haben riesengroße Gärten in ihren Anwesen und da wird hinten dran gebaut. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und weil er das gerade sagt, es wird mal so gebaut und mal so gebaut, es sollte ja eine Gestaltungsordnung geben. Eine Gestaltungssatzung, je nachdem. Gestaltungssatzung, ja, dass die Häuser, sage ich mal, so einigermaßen gleich gebaut werden. Ich meine, Pfiffelichheim ist ein Straßendorf. Und einige Häuserzeilen, die entsprechen noch dem Bild von früher. Aber was dann rechts und links dann daneben gebaut wurde, das ist halt nicht so. In Leiselheim ist es eher so, dass das Straßenbild noch, sage ich mal, entsprechend ist von dem früher. Und deswegen sollte ja eine Gestaltungssatzung gemacht werden, auch für andere Vororte. Aber wann das kommt, und das weiß man halt nicht. Das heißt, ich höre aber hier raus, neue Baugebiete eigentlich nicht. Nein. Innenentwicklung, Verausenentwicklung. Innen-Verausenentwicklung, ja. Herr Egelhoff, was wäre denn Ihr Ansatz? Vielleicht eher neue Baugebiete oder erst Innen-Verausenentwicklung? Ja, Neubaugebiete ist natürlich ein Thema, ist aber dann wieder die Flächenversiegelung. Da machen wir ja wieder mehr dazu, wie man, ja, kommt immer weniger Natur weg davon. Es sollen natürlich die jungen Familien und die Leute anziehen irgendwo dann, dass wir da im Ortsteil wieder mehr junge Leute auch haben dann was schwierig ist. Wie gesagt, Baugebiet an sich ist eigentlich nicht möglich, das stimmt schon. Aber wie gesagt, man muss die alten Häuser, sage ich mal, die müssen wir irgendwie erhalten, das Straßen- oder das Ortsbild müssen wir erhalten. Und wie gesagt, man darf nicht, oder was dann vielleicht von Seiten der Stadt irgendwie dann, nicht alles genehmigen. Wann jetzt ein Fremder ins Ort kommt, sage ich mal, und der will jetzt da ein, keine Ahnung was, hinstellen, dann muss man da einfach, muss da Einhalt geboten werden einfach, dass du einfach sagen, Mensch, das passt nicht zu unserem Ortsbild und das kann nicht sein. Also da müssen wir irgendwie, wir waren zuerst da irgendwo, sage ich mal,
Und das muss irgendwie dann bekräftigt werden einfach, dass das erhalten bleibt auf jeden Fall. Dann mache ich bei Ihnen drei jetzt auch noch mal schnell eine Ja-Nein-Frage, weil ich glaube, auch da ist es relativ eindeutig. Gestaltungssatzung Ja-Nein? Ja. Gestaltungssatzung Ja-Nein? Gestaltungssatzung Ja-Nein? Ja. Alle drei Ja. Wir kommen noch zu einem anderen wichtigen Thema und da geht es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an die Emotionen, der Piffelkummer. Und zwar, Piffelkomm ist sehr dicht schon an die Innenstadt herangewachsen. Wir hatten es ja gerade auch schon besprochen gehabt in Sachen, wo könnte denn eventuell neue Baugebiete oder neue Bauplätze entstehen. Die Stadt Worms ist bekanntermaßen sehr klamm und sie hat sehr viele Stadtteile. Und Piffelkomm steht auch zur Debatte, ob man diesen Stadtteil nicht auflöst und integriert. Herr Egelhoff? Warum soll man das tun oder warum soll man das nicht tun? Wofür würden Sie sich als Ortsvorsteher einsetzen? Ja, also wir sollten das nicht tun. Warum nicht? Sagen einfach, dass man eigenständig bleibt. Sonst haben wir ja wieder die, oder was heißt wieder, die, natürlich kann man alles irgendwo zusammenlegen. Wie gesagt, auch bezüglich der Kirche, sage ich mal, werden auch die Ortsteile irgendwo zusammengelegt dann in den nächsten Jahren. Aber trotzdem müssen wir uns hier ein eigenständiges Bild bewahren irgendwo, sage ich mal, dass wir dann nicht wieder von anderen irgendwo abhängig sind dann. Und aber in Anführungszeichen jetzt mal provokant nachgefragt, abhängig sind Sie ja so oder so. Ja, schon. Aber einfach, wie gesagt, ein Ortsteil muss ein Ortsteil bleiben für sich. Und der muss für sich bestimmen können und entscheiden können einfach, was für das Ort gut ist, sag ich mal. Und wie gesagt, je mehr Leute beteiligt sind, klar, es gibt immer neue Ideen, frischere Ideen. Aber trotzdem, wie gesagt, muss es einfach eigenständig bleiben. Dass wir, wie gesagt, das Piffelkomm, das wir haben, so bleibt, wie es ist. Oder besser wird sogar noch einfach. Und das Argument Geld ist für Sie eher nebensächlich? Natürlich sind die Finanzen immer irgendwo Thema, logisch, klar. Aber bei so einer Ortsverwaltung kostet natürlich auch Geld. Klar, das ist richtig. Aber es ist für alles Geld da irgendwo und es wird für alles Geld ausgegeben, was vielleicht nicht immer so sinnvoll ist irgendwo. Und dann daran zu sparen irgendwo, also das stelle ich in Frage, ehrlich gesagt. Herr Westhäuser, Pfifflichheim als Stadtteil auflösen? Niemals. Das ist unsere Entität, das ist Pfifflichheim. Es kann nicht sein, dass Worms sich selbst runtergewirtschaftet hat und wir als Pfifflichheim unsere Eigenständigkeit verlieren, weil die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Genau genommen sind sie ja eingemeindet. Also Sie wissen schon, was es geht. Er hat es eben richtig auf den Punkt gebracht. Wir sind für unser Bürger, vom Bürger zum Bürger zuständig und nicht irgendwo in Worms irgendwas, was ich nicht greifen kann. Frau Kundl hat gesagt, sie läuft durchs Ort, ich gehe morgens mal Zeitung holen. Man kennt sich, die Menschen sprechen uns an und das werden wir niemals aufgeben. Das heißt auch bei Ihnen das Argument Finanzen? Finanzen, wir haben ganz andere Möglichkeiten, Geld zu kriegen. Wären wir jetzt wieder bei dem Thema Bauplatz, aber ist egal, möchte ich nicht. Es gibt mit Sicherheit Gelder da, wenn wir uns Museum und sonstige Dinge leisten können als Stadt Worms. Irgendwelche Festspiele, ja? Und Sie wollen mir jetzt im Umkehrschluss sagen, deswegen muss ich Pfifflichheim auflösen, niemals. Ganz klare Position, nein. Frau Kundl, Stadtteil Pfifflichheim auflösen, ja, nein? Nein, auf jeden Fall eigenständig bleiben. Die Bürgerinnen und Bürger, die Piffelkummer, die brauchen Ansprechpartner direkt im Ort. Es gibt so viele Seniorinnen und Senioren, die mit Rollator unterwegs sind oder wenn die irgendetwas, einen Antrag oder irgendetwas auszufüllen haben, die brauchen ihre Ansprechpartner direkt vor Ort und nicht in der Stadt. Das heißt, auch hier kann ich jetzt wieder zusammenfassen, ja, nein, 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 nein. Nein. Gut. Was auf jeden Fall, wo Sie alle mit Ja antworten werden, das ist nämlich am 9. Juni, da wollen Sie nämlich alle gewählt werden. Da ist der erste Wahldurchgang. Wir sind jetzt quasi am Ende unserer TV-Debatte angekommen. Deshalb habe ich jetzt eine kleine brisante Frage. Sie treten zu dritt an. Das heißt also, es ist durchaus möglich, dass am ersten Wahldurchgang niemand 50% oder mehr holt. Deshalb die Frage an Sie, Herr Westhäuser. Wenn Sie nicht in den zweiten Wahldurchgang kommen sollten, wen von den anderen zwei würden Sie wählen? Hochinteressant. Also erstmal tritt man an, um zu gewinnen. Ich beschäftige im Moment mich noch nicht, deswegen können Sie die Antwort von mir gar nicht verlangen. Dann frage ich anders, würden Sie denn jemanden bevorzugen? Sehr geschickt gestellt. Sehr geschickt. Ich würde vielleicht, wie erwähnt, bin ja tief verwurzelt mit Pfifflichheim über die Familie, wo ich euch geheiratet habe, wenn wir es so nehmen, dann würde ich tendieren wahrscheinlich Richtung dem Herrn Egelhoff. Allerdings beschäftige ich mich damit noch nicht. Dann fragen wir doch mal den Herrn Egelhoff, wen würden Sie denn von den anderen zwei wählen, falls Sie nicht in den zweiten Wahldurchgang kommen sollten?
Das ist echt eine gute Frage. Also wie gesagt, ich bin relativ neu in der ganzen Sache. Wie gesagt, ich bin Piffelkummer, ja, bin aber relativ, oder was heißt relativ, ich bin neu und relativ unerfahren, muss ich ganz klar sagen. Da hat die Frau Kundl oder auch Sie vielleicht mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, die Frau Kundl, die kenne ich seit Kindes an, wie sie immer in der IG Cap tätig war. Da hat man immer die Eröffnung an der Cap gesehen und so weiter. Und da hat die Frau Kundl alles moderiert, was hier passiert ist und so weiter. Von daher, von der Erfahrung her, ist die Frau Kundl ganz klar... Also das heißt, Sie würden dann die Frau Kundl mehr bevorzugen, wenn Sie sich zwischen den zwei entscheiden müssten? Also ohne jetzt jemand auf den Fuß treten zu wollen, sage ich mal, irgendwie vielleicht von der Erfahrung her würde ich vielleicht die Frau Kundl... tendieren, ja. Dann die gleiche Frage an Sie, Frau Kundl. Wen von den beiden Herren würden Sie denn wählen, falls Sie nicht einen zweiten Platz gekriegt haben? Eine sehr interessante Frage. Ich muss ehrlich sagen, die Antwort fällt mir schwer. Ich hoffe, Sie finden auch eine Antwort. Die beiden Herren haben es schon geschafft. Ja, glaube ich. Die war nicht so leicht, ja. Also ich würde für den Herrn Egelhof tendieren, so als Neueinsteiger und Newcomer. Also quasi neues Blut, neue Gedanken. Ja. Okay. Ich verstehe. Aber Sie wollen natürlich auch gewählt werden. Deswegen haben Sie jetzt auch zum Abschluss die Möglichkeit, direkt sich an die Wählerinnen und Wähler zu wenden. Ungefähr eine Minute Zeit. Herr Westhäuser, ich würde gerade bitten, dass Sie beginnen. Dort drüben ist die Kamera. Rufen Sie doch die Piffelkummer auf, warum man Sie am 9. Juni aus Ihrer Sicht wählen soll. Ja, ich hoffe, dass Piffelkheim am 9.6. die Wahllokale füllt, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben für die Demokratie. Die gilt es zu verteidigen. Wählt bitte mich, gebt mir das Vertrauen, unserem Team der Freien Liste. Wir sind tief verwurzelt mit Piffelkheim. Wir werden Piffelkheim nach vorne bringen. Gefühlt ist es für mich im Moment Stillstand, seit die SPD und der Herr Neidig dran ist. Das gilt abzulösen. Und deswegen bitte ich euch, gebt eure Stimme, euer Vertrauen der Freien Liste. Vielen Dank, Herr Westhäuser. Das war Ihr Schlussstatement, Herr Egelhoff. Nun haben Sie die Möglichkeit, Ihr Schlussstatement zu machen. Dort drüben ist die Kamera. Rufen Sie doch auf, warum man Sie aus Ihrer Sicht am 9. Juni zum Ortsvorsteher in Pfifflichheim wählt. Ja, liebe Pfifflichheimerinnen, liebe Pfifflichheimer, ich stelle mich am 9. Juni zur Wahl. Ich möchte mich versuchen, an dem Ortsvorsteher, den Ortsvorsteher zu werden. Bin relativ neu in der Sache, habe Ideen vielleicht auch, neue Gedanken, die man mit einbringen kann im Ort, dass es noch besser, noch schöner wird, dass es ein eigenständiges Ort bleibt. Und von daher gehen Sie wählen, das ist ganz wichtig, egal für welche Partei. Wichtig ist, dass Sie wählen gehen und natürlich würde ich mich über Ihre Stimme sehr freuen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Egelhoff. Und natürlich zum Abschluss, Frau Kundl, warum soll man Sie am 9. Juni aus Ihrer Sicht zur Ortsvorsteherin wählen? Liebe Pfifflikheimerinnen und Pfifflikheimer, liebe Piffelkummer, ich würde mich gerne weiterhin für die Belange und Bedarfe der Pfifflikheimer Bürger und Bürgerinnen einsetzen. Für die Senioren und für die Jugendarbeit möchte ich gerne tätig werden, weiterhin tätig werden und auch für Naturschutz und Klima. Deshalb geben Sie mir mit Ihrer Stimme am 9. Juni die Chance, Ortsvorsteherin von Pfifflikheim zu werden. Dankeschön. Dankeschön an Sie drei, dass Sie da waren. Es war eine sehr spannende Debatte. Man merkt, dass Sie für diesen Posten brennen, dass es ein spannender Wahlkampf wird. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und wir sehen dann am 9. Juni, meine Damen und Herren, was Sie gewählt haben. Nutzen Sie die Möglichkeit. Demokratie ist eine Verpflichtung und eine Ehre zugleich. Nutzen Sie die Chance, machen Sie Ihr Kreuz. Bis dahin, machen Sie es gut.